Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Driver San Francisco. Nachdem wir letztes Mal eine der definitiv interessantesten Missionen, die ich je in einem Rennspiel hatte, gespielt haben, und dabei leider unseren Zugang zu Ordell Williams verloren haben, naja, müssen wir mal gucken, wie wir jetzt weiter an Jericho rankommen. Das ist natürlich die große Frage. Bevor wir das machen allerdings, müssen wir erstmal wieder den Bürgern von San Francisco helfen. Und wenn dann jetzt wieder ihr beide seid, die für Jericho ein Rennen fahren, dann werde ich sauer. Na, wer ist es? Wenn er das Rennen als Erster oder Zweiter. Ach, come on. Nein, mein letztes Wort ist, sagt Jericho, dass er sich die Kohle in den Arsch schieben kann. Sein Gesichtsausdruck. Ja, wir fahren Rennen, um nicht kriminell zu werden. Und für die Collegegebühren. Wenn wir das gewinnen, legen wir 1 Million auf die Bank und sind weg. In Sicherheit. Ja, und diesmal bitte wirklich, ey. Sonst raste ich aus und setze ich euren Karren in die Wand nächstes Mal. Ihr seid doch verrückt. Wenn euch ein so gefährlicher Mann einen Job anbietet, sagt ihr ja und dann rennt ihr weg. Gerade dachtest du noch, ich wäre witzig. Du bist ein Vollidiot. Und ich muss das Rennen gewinnen, um euch zu retten. Wieder. Das stimmt. So. Na, eigentlich kann ich auch nur Zweiter werden. Alright. Ein Pagani Zonda Cinque dürfen wir hier fahren. Fett. Super Tanker. Fett. Oh oh. Verdammt. Oh oh. War ich nicht. Noch jede Menge Zeit. Um alle zu überholen und den Tag zu retten. Mal wieder. Ja, ja. Reicht schon. Die Zeit, die wir haben, die passt. So nämlich. Jawohl, sind wir schon mal auf dem Podium. Der Wagen ist okay. Hey. Du kannst einen anderen nehmen, John. Wen kümmert's? Jawohl, wir machen nur schon mal im Vorfeld hier. Aua, die Siegerdonuts. Ach, scheiße. Das könnte schwierig werden. Nur eine Vermutung. Na, wobei, wir haben noch 20 Checkpoints zur Verfügung. So, du biegst ab, jawohl. Ja, ich bin zufrieden mit unserer Position. Halt die Klappe und lass mich fahren. Ja, bei 300 km/h nicht mit dem Fahrer sprechen, danke. Steht im Bus auch immer. Also, nicht bei 300 km/h, aber wenn mein Bus 300 km/h fahren würde, glaube ich, würde ich mir andere Sorgen machen. Aber das Prinzip ist das gleiche. Ah. Oh. Aus dem Weg, bitte schön. Lass das Reden dem Wagen. Darf ich jetzt optimistisch sein? Leise. Nein. Überlass das Reden dem Wagen. Das ist nicht Kit, was wir hier haben. Das ist nur ein Pagani. Ich hab Schlimmeres überlebt. Nein, hast du nicht. Doch schon. So. Ja, aber natürlich, Jericho erstmal ins Gesicht zu sagen, schieb dir deine Kohle in den Arsch. Ja, das ist ein guter Plan. Wenn man nicht an seinem Leben hängt, dann kann man das durchaus so machen. Verdammte Axt, alter Finne. So. Ich wollte nicht bremsen. Ich musste die Kurve trotzdem nehmen, deswegen den Challenger mitgenommen, ne? Ich schätze, jetzt darf ich optimistisch sein. Ich bin immer optimistisch. Das stimmt nicht. Hey, wenn ich fahre, stimmst du mir zu? Ich kann auch einfach anhalten und dich aussteigen lassen. Vor allem ist das eh dumm, dass wir hier zu zweit fahren. Das ist extra Gewicht, was wir hier haben. Selbst wenn das nur in Anführungszeichen, keine Ahnung, 60, 70 Kilos sind oder was, macht das den Wagen ja trotzdem ordentlich langsamer. Ihr braucht definitiv ein neues Auto danach. Ist fast geschafft. John Tanner, du bist der Beste. Was? Wie bitte? Jun, Mann, ich sag's dir. Du bist der Beste. Ja, langsam wird's strange, was hier passiert, definitiv. Bisher war noch alles okay, aber jetzt wird's strange. Ich meine, alles andere ist ja normal, oder? Ihr könnt doch auch die Zeit anhalten und euch in andere Leute reinversetzen. Ne? Also Zeit anhalten haben wir alle drauf, glaube ich. Durchhalten. Noch ein bisschen, John. Tanner noch was und wir... Habe ich mich verhört? Ja, genau. Tanner noch was. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich eine Dialogzeile, die im Englischen mehr Sinn ergibt, aber... Nein. Nein, 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 das passiert jetzt nicht. Nicht so kurz vor Ende. Nicht so kurz vorm Ziel.
Dankeschön. Zack. Gewonnen! Gut, jetzt Flugtickets und dann ab ins College. Übrigens, gib mir meinen Bruder zurück. Such dir einen eigenen Körper. Kämpf eigene Schlachten. Was hast du gerade gesagt? Ja, okay. Wenn du meinst, dann helfe ich euch halt nicht mehr. Man könnte auch einfach mal Danke sagen dafür, dass ihr euch den Arsch rettet. Ja, aber nee. Kein Benehmen. Dance für die Showfilm mit dem GMC Savannah. Ach nee, wir filmen ja nur. Ah, hier schon wieder. Und wenn wir weiter Mist filmen, wird der Sender Amerikas allerbeste Verfolgungsjacken 4 nie kaufen. Hey, ich wollte es Arschlöcher auf der Straße nennen. Wenn wir jetzt nicht ein paar gute Unfälle drehen, dann können wir uns von unserer Karriere verabschieden. Arschlöcher auf der Straße ist ein Serienname, der... Also ganz ehrlich, damit würde ich täglich gucken. Aber definitiv. Shift in ein beliebiges Fahrzeug. Jawohl, Cadillac Escalade. So. Und du? Dance in der blauen Zone filmen. Ja, in einem Escalade. Mhm. Ja. Ein tolles Dance, oder? Ah, okay. Das reicht sogar. Wer mag einen kleinen Klaps auf die Stirn? Ich wäre einen guten Zweck. Frontalzusammenstoß provozieren. Auch gut. Jawohl. Moment, muss da rüber. Ich muss da, also wirklich, ich muss da dringend rüber. So, das tut mir sehr leid. San Francisco, Stadt des rücksichtslosen Fahrens. Fahre über 240 nicht in dem Escalade. Okay, wer möchte ein Knöllchen? Haben wir irgendwann bei 240 fährt? DTSV, jawohl, doch, easy. Vielleicht doch nicht so easy. Du bist Qualitätsfernsehen? Nee. Okay, wem steht der Sinn nach Bleifuß? Jaguar, so. Come on, jawohl, mit dem Jaguar klappt's. Sehr schön. Gut, jemanden im Gegenverkehr zu erwischen. Mit 160 km/h im Gegenverkehr fahren. Auch wieder in der blauen Zone wahrscheinlich. Ja. Gehen wir mal auf 160 im Gegenverkehr. Aha. Toller Plan. Mustang. Erstmal hier fahren und rüber. Rüber, sage ich. Echt jetzt? Come on. Mit 160 in den Gegenverkehr? Das waren jetzt 150 oder was? 159, super. So, Cadillac, jetzt aber. So. Das nenne ich aufgemacht. Sind Cops in der Nähe? Ja, natürlich. Ihr bleibt hier oben, oder? Ja. Ah, Zeit für ein bisschen Spaß mit den Jungs in Blau. Ja. Verfolgungsjagd. Ich sorge dafür, dass die Zuschauer sie auch verfolgen können. Mhm. Machen wir. Jawohl, zwei haben wir an uns dran. Und rein in die Zone. Hey. Hey. Ich wusste, dass die Irren von Frisco mich nicht hängen lassen. Nee, würden sie nie. Abgedreht. Hey, schön mit dir zu arbeiten. Das war erst der Anfang, Marie. Diese Show wird der Hammer. Ja, definitiv. Definitiv. Also wie gesagt, Arschlöcher auf der Straße würde ich angucken. So, weiter geht's. Können wir jetzt eventuell ein Stückchen näher an Jericho rankommen, Layla schnappen oder so. Hinweis auf Layla untersuchen. Ja, guck mal. Sag ich doch. Mann, hab ich satt, mein Leben zu retten. Hör mal, John, ich hab genug Jones. All diese knappen Dinger und wir haben immer noch... Ich weiß, wo Layla ist. Wir haben Infos, dass eine kostbare Fracht den Besitzer wechselt. Schätze, sie macht das für Jericho. Okay, wir finden Layla, wir kriegen Layla. Ja, dann. Machen wir. Weil das wird bestimmt so einfach funktionieren, wie wir uns das denken. Layla ist unsere einzige Spur. Ich warte darauf, sie hochzunehmen, seit sie Jericho beim Ausbruch geholfen hat. Und jetzt, wo Ordell aus dem Spiel ist, gibt es keinen Grund mehr zu warten. Aber warum taucht sie jetzt auf? Sie weiß, dass du an ihr dran bist. Das ist keine Wissenschaft, John. Sie ist leichtsinnig oder wähnt sich in Sicherheit. Wen kümmert's?
Ja, sie ist definitiv leichtsinnig. Mhm. Genau. Das ist auch die erste Eigenschaft, mit der ich Leila zuschreiben würde. Definitiv leichtsinnig, ja. Ich frage mich echt, warum Tanner so naiv ist. Irgendwas wird doch schief gehen. Ist sie das? Ich glaube nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Gehen wir näher ran. Vögel. Eine Falle, John. Wir haben Gesellschaft. Bring uns hier raus, Mann. Zentrale, hier ist Wagen 4030. Fordere Verstärkung an. Wir werden angegriffen. Sind auf dem Weg zur Route 101. Roger, Wagen 4030. Halten Sie durch. Mensch, Leila ist so leichtsinnig. 30. Einige Kollegen haben was Neues zu ihrer Fahndung gemeldet. Ein schwarzer Hammer, der auf der Route 101 Richtung Westen fährt. Das muss Leila sein. Ganz bestimmt. Wir haben gerade andere Probleme, John. Nein, das ist unsere beste Chance, sie zu erwischen. Ja, wir arbeiten dran. Gegner werden abgehängt. Ach cool, herrlich. Ja, wir sind schneller als die. Wagen 4030, Neues zur Fahndung. Schwarzer Hammer fährt zu Golden Gate Bridge, immer noch auf der 101. Verstärkung ist unterwegs. Ja, wie wär's mit dem Heli? Eventuell? Ich meine, müsste schnell gehen, hoffe ich. Immer noch auf der 101. Das heißt, eigentlich muss ich ja hier bleiben auf der Autobahn hier. Muss ich nicht runterfahren. So, die Theorie. Ob die Praxis auch so ist, weiß ich nicht. Na los, Tanner, wir müssen sie finden. Meinst du, ich versuch das nicht? Ja, hör auf zu jammern. Es geht nicht um dein Ego. Tu's einfach. Ja, ich arbeite dran, Jones. Zieh du vielleicht mal deine Dienstwaffe und mach die anderen irgendwie in die Reifen schießen oder so. Machst du dir Sorgen um die Lackierung? Bei meinem Wagen ist das was anderes. Konzentration! Sie muss einfach da sein. Mach weiter, Mann. Wir haben eh keine Wahl. Shit. Lass uns den Sack zumachen, Tanner. Ich sehe eine Belobigung und einen großen Orden für mich. Wie komisch. Ich sehe kalten Kaffee, nächtelanges Berichte schreiben. Lass mich doch träumen. Wie träumen darf jeder, aber... Das heißt nicht unbedingt, dass du einen Orden bekommst. Ja, wobei für den Fall potenziell doch. Aber trotzdem musst du auch sehr viele Berichte schreiben, nehme ich an. So. Da ist die Golden Gate Bridge, meine Damen und Herren. Da ist sie ja. Ach, da ist sie. Sieh dir vor, John, und versteh es nicht falsch. Komm mal mit rein. Zack. Ich brauch was Großes und Schweres. Ja, mit einem Hammer werden wir einen Hammer bekämpfen. Gerade oder auch nicht. Große Trucks. Was noch? Einen wunderschönen GMC Sierra. Na los, John. Die Handschuhe aus und voll auf die Nase. Ja, ich arbeite dran mit dem Ford Taurus. Shit. Ich brauche etwas, das schnell und schwer ist. Ja. Okay, schwer ist es schnell nicht. Doch Gott. Ich bin zu doof zum Treffen gerade. Ah, immerhin. Leichter Seitenstreifer könnte sie ein bisschen aus der Bahn werfen und ein bisschen Geschwindigkeit runternehmen. Komm jetzt, oder willst du, dass die Bullen uns kriegen? Oh, oh. Das war ein Schlag in die falsche Richtung. Zack, hallo. Rocky, fang nicht. Jawoll. Das war doch ein schöner hier. Und direkt nachlegen. Weißt du, dass Mom einen neuen Freund hat? Ärgerlich. Es hat mit... So. Und Finale mit dem GMC Sierra. Jawoll. Treffer versenkt. Haben wir sie? Ah ja, guck mal. Mhm. Die zappelt aber. Verfolgen wir die mal zum Revier und spielen ein bisschen guter Bulle, böser Bulle? Zeitverschwendung, Jones. Das ist nicht ihr erstes Rodeo. Sie wird gar nichts sagen. Vielleicht doch. Nein, wird sie nicht. Aber mit Leila aus dem Weg wird Jericho aus seinem Versteck kommen und sich selbst um mich kümmern müssen. Das ist richtig. Also, das ist dein Plan? Wir rumhängen und warten, dass Jericho uns jagt?
Wir kommen zu nah ran und wir haben mit seinem Spielzeug gespielt. Glaub mir, er wird uns jagen. Also ich stimme tatsächlich ausnahmsweise mal Jones zu, dass es nicht der klügste Plan ist, aber wahrscheinlich der einzige, den wir haben. Layla ist keine Gefahr mehr, aber sie redet auch nicht. Alle unsere Spuren sind abgerissen, aber Jericho will immer noch, dass ich von der Bildfläche verschwinde. Vielleicht muss ich mich als Köder anbieten, könnte die einzige Hoffnung sein. Wir haben doch immer noch Kirk, oder? Wie wär's mit dem? Ach nee, der ist außer Land geflogen, glaube ich, ne? Na, doof. Ärgerlich, ärgerlich. So. Was dürfen wir hier denn machen? Aber guck mal, das ist doch schon mal ein großer Schritt, dass wir jetzt Layla aus dem Weg haben. Entkomme den Korps mit einem SLR. Was denkst du dir denn, Phil? Aber wir haben doch die Disc, oder? Wir sollen ein verdecktes Ermittlerteam sein. Und du rennst mitten über die Bühne und klaust dem chinesischen Botschafter seine Aktentasche, während er eine Rede vor einer Schulklasse hält? Ich habe irgendwie improvisiert. Mit deinem Arsch hast du improvisiert. Okay, es gibt dümmere Pläne als der, den wir haben. Definitiv. Wir müssen die Cops abhängen und einen Unterschlupf erreichen. Mit Vergnügen. Wo war das gleich? Die zentrale Schiff ist jetzt auf dein PDA. Das wird nicht leicht zu erklären sein. Oh oh. Ja, kriegen wir hin. Jetzt müssen wir erstmal die Cops abhängen hier. Oh, jawohl. Wir lassen sie doch abhängen. Sieh nicht hin, aber die holen auf. Ich weiß. Ja, wir schaffen das. Wir haben den SLR. Das funktioniert. Kein Problem. Leichter Drift. Easy. Oh, oh. Warte mal. Ja, alles easy. Alles kein Problem. Damit haben sie nicht gerechnet. Shit, damit habe ich nicht gerechnet. Das Auto ist fahrbar. Dann fahr es. Ja, mach ich doch. Ja, die hast du. Herzlichen Glückwunsch. Und du ja, hast die Standarddefinition für verdeckte Ermittlungen neu geschrieben. Ab jetzt versteht man unter heimlich eine Verfolgungsjagd mit quietschenden Reifen und Massenkarambolage. Ah, wird schon. Ist doch lustig. Phil, oh, oh. Bitte. Danke. Es bringt nichts am Unterschlupf, die gesamte Bullerei der Stadt im Schlepptau zu haben. Ah, leg dich nicht auf. Ich hab noch ein paar Asse. Ich hoffe, du hast die Ärmel eines Magiers, Mann. Na klar. Das ist gut, Phil. Wir hängen sie ab. Echt jetzt? Bleib doch nicht stehen. Ja, ich sehe es. Sieht seitlich jemanden angeschossen kommen mit 200 Sachen und bleibt erstmal stehen in der Kreuzung. Ich glaub's auch, ey. Was ein Holzkopf. Bullen abhängen kann ich. Aber nicht sehr gut, sonst wären wir nicht hier. Doch, das funktioniert. Und wie das funktioniert. Easy. Guck mal. Kein Problem. So. Wenn ihr mir jetzt noch erklären könntet, warum ihr vom chinesischen Botschafter eine Disc braucht, wäre ich sehr dankbar. Aber ich glaube, das werdet ihr mir nicht sagen. Oder du besser gesagt. Der andere kann ja gerade nicht. Ich dachte, unter dem LKW kann ich vielleicht durchfahren. Au? Was ist denn deine Mission? Das war Safe Jericho. Oder Dinkelberg. Einer von beiden. Easy. Auto ist auch noch Heide. Wo kommen die denn her? Da ist was faul. Wir wurden gelinkt. Von wem? Spielt keine Rolle. Es wird Zeit, Plan B aufzurufen. Atomrakete? Hey Don, mein Junge, heb ab, heb ab! Wen rufst du an? Psst. Ah, Don, hör mal, wir werden verfolgt und wir sind heiß. Ich brauche Aegis. Wir fahren gerade eben auf den Freeway. Hey, danke Don, ich schulde dir was. Aegis? Ein mobiles Versteck mit elektronischen Gegenmaßnahmen. Och ja dann. Wir fahren rein und schwupp, wir existieren nicht mehr. Don schickt die Koordinaten auf meinen PDA. Da machen wir mit. Einmal auf die Autobahn eben. Und den SLS mal ausfahren. SLR, nicht SLS. In den LKW fahren. Okay. Weil das ja bestimmt klüger ist, vor ein paar Corvettes in dem LKW zu flüchten. Da vorne
Aegis. Was, der Truck? Und was soll das bringen? Ah, verstehe. Fahren rein. Ganz genau. Heidewitzka. Du weißt, was zu tun ist? Hinten. Easy. So, und du? Im Handumdrehen von Superloser zu Superhelden. Ich sag doch, es klappt. Ja, dazu... Ihr wisst jetzt hoffentlich schon, dass die gesamte Menschheit gesehen hat, wie ihr in den LKW reingefahren seid. Wie zur Hölle sollt ihr da rauskommen? Ist nicht mehr mein Problem. Nee, das ist eure Sache jetzt. Ich hab meinen Teil getan. So. Alle LKWs zerstören, die gefälschte Medizin transportieren. Hör mal, das können wir nicht. Wir können, Devlin. Wir verloren unsere Abzeichen, weil wir das Richtige taten. Jetzt ist es mir klar. Wir müssen zu Rächern werden. Was? Rächer? Wir fahren ins Industriegebiet und bringen es zu Ende. Machen den Rest der Medikamente platt und den Bastarden das Geschäft kaputt. Ich bin mir ziemlich sicher, das war im Englischen ein Avengers-Joke. Rächer, Avengers, ne? So. Lager falscher Medizin erreichen. Machen okay. Wir. Okay? Ja, du hast mich überredet. Hab ich? Ja, holen wir die gefälschte Medizin von der Straße. Oh, sorry. Ist dein Wagen. Jetzt kommen Warum wir. Bleibt Neue ihr stehen? Des Gesetzes. Rächerbullen. Mir gefällt freischaffende Ordnungshüter besser. Dann brauchen wir Kostüme. Jawohl. Oh Gott. Das ist wieder eine dieser Missionen. Verdammt richtig. So. Ja, möglichst viele von denen treffen. Je mehr wir treffen, desto mehr Zeit kriegen wir. Aber das schaffen wir schon. Okay, eins leider vergessen. Egal, komm, wir haben genug. Hä? Als wenn ich da schon wieder eins übersehen habe. Ich bin doch mitten durchgefahren. Betrug. So, aber dann machen wir jetzt quasi hier das, was die Polizei nicht darf. Schon befriedigt? Nicht ganz. Ah, genau das wollte ich hören. Mit dem Audi Q7 durch ein paar Kisten Medizin fahren. Wenn du sowas magst. Ja, ein bisschen Vorsicht könnte... Das war deine Idee, mein Freund. Keine genau wie letztes Mal. Wieder so ein Truck. Verfolgen wir diese berechenbaren, pillenfälschenden Bastarde und... Siehst du? Wir brauchen ein Motto. Schlachtruf. Ja. Naturgesetze gelten auch für Rächer, Devlin. Ja und? War nicht mein Fehler. Was? Zeit, einen Sidekick aufzutreiben. Gib mir ein Auto, irgendein so. Auto. Zack. Und... Ja. Kavoms. Und den letzten Schlag mit einem netten Taurus, würde ich sagen. So. Sehr gut. Standort des LKW erreichen. Jo. Machen wir. Machst du aber gar nicht allzu weit weg. Ups. Im Ernst. Macht nichts. Ach nee. Müssen wir noch weiterfahren. Na gut. Wo waren wir noch? Bei Freude an der Arbeit. Ja, Freude an der Arbeit haben wir gerade definitiv. Bestimmt. Ich meine, ja, wir wurden gefeuert dafür, dass wir das Richtige gemacht haben, potenziell. Und nutzen jetzt unser Auto, um nochmal das Richtige zu tun. Und das machen wir allerdings diesmal ohne dabei Geld zu verdienen. Und brauchen danach aber ein neues Auto, weil unser Auto kaputt ist, weil wir damit gerade durch Kisten Medizin fahren. Aber hey, das funktioniert schon, bestimmt. Huch. Ah, da drüben. Okay. Kaputt machen ist immer schöner als der Papierkram danach. Ja, es wird das immer stimmt. Besser und besser. So, zack. Also, wie lautet der Plan? Weißt du was? Verfolgt den. Verfolgt den erstmal. So ist es richtig. Ja, verfolgen am Arsch. Kaputt machen. Das wird jetzt vielleicht etwas hektisch. Du hast doch gesagt, du hättest mit den Rennen... Gott, der hat ja gar keinen Schaden gekriegt. Dann packen wir jetzt mal sowas aus hier. Kollege.
Jawohl. Und der Audi macht den Rest. Oder auch nicht. Der LKW macht den Rest. Zack. Und du? Das waren alle. Das glaube ich auch. Jetzt zufrieden? Wäre noch besser, wenn dir ein gutes Motto einfällt. Aber ja, gute Arbeit. Ja. Bisher bei Driver San Francisco. Als nächstes, Platin plus Ammoniak ergibt Cyanid. Ich weiß das mit der Bombe. Du bist ein Schwein, aber ich wusste nicht, dass du ein Terrorist bist. Jericho muss was Ernstes planen. Er hat irgendwas vor. Aber da Layla jetzt aus dem Weg ist, wird Jericho aus seinem Versteck kommen und sich selbst um mich kümmern müssen. Ist die Stadt verrückt geworden? Oder bin ich das nur? Guck doch mal, der Unterschied zwischen dir irre oder klar ist, dass du etwas schneller fährst als sonst. Du verstehst es einfach nicht. Du schaust auf die Stadt, wenn du nur auf dich achten solltest. Ich sehe dich in der Hölle, Tanner. Liebe Grüße an den Teufel. Wir kennen uns schon. So. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Mal gucken, ob Jericho jetzt rausgekommen ist oder nicht. Aufwachen. Was? Alle Einheiten. Verletzter Beamter in der Gasse zwischen Bryant und Crab. 2 Minuten. Wagen 4030 auf dem Weg zum Unfall. Woher weißt du, dass es ein Unfall ist? Wer hat was von Unfall gesagt? Du! Wir haben keine Zeit für sowas, Mann. Fahr endlich! Jo, machen wir. Gasse zwischen Bryant und Crab. Kennst du die? Denkst du, ich sehe okay aus? Könntest vielleicht eine Mütze Schlaf gebrauchen. Trink Kaffee. Zum Einsatz. Ja. Ja. Okay. Einfach immer weiter. Schalt das verdammte Funkgerät aus. Bitte. Mach ja. Ich werf das Ding aus dem Fenster. Ich schwör's dir. Gut. Entweder du wirfst es aus dem Fenster oder ich. Aber solche Störgeräusche will ich nicht hören. Das macht mir Angst. John, weil dann denke ich, bei mir ist irgendwas kaputt. Am Rufnamen. Es wird alles gut. Keine Sorge. Sie schaffen das schon. Ja. Wir sind in etwa 30 Sekunden da. Ja. Okay. Wo will der Kerl so eilig hin? Das ist Jericho. Ich fahre ihm nach. Bist du sicher, John? Wir haben einen anderen Befehl. Vergiss den anderen Befehl. Wir folgen Jericho. Was? Jones? Schon wieder. Wo sind die denn alle hin? San Francisco, die altbekannte Geisterstadt, man kennt sie. Aha. Was ist mit der Stadt passiert? Ich steuere den Wagen gerade tatsächlich sogar. Oh mein Gott, schon wieder so eine geile Perspektive. Was zum Teufel geht hier eigentlich ab? Weiß ich auch nicht so genau. Ja. Mach weiter, John. Mach weiter. Die Story ist so krank einfach nur. Okay, ich hab verstanden. Blöder Papierkram mitten in der Nacht. Ich werde sicher mit meinem Kopf auf dem Tisch aufwachen. Schon wieder. Ja, ich glaube nicht. Was? Ich glaube nicht. Okay, nochmal von vorn, John. Ah, muss ich hier lang. Okay. Oder? Okay, ja. Okay, jetzt geht's fort. Vorausgesetzt, dass es einen Ausgang gibt. Mann, das ist schon alles echt komisch. Vielleicht? War das falsch? John, reiß dich zusammen. Du kannst hier rauskommen. Nee, was nicht. Okay. Nee, die Kamera ist woanders hingegangen. Die Kamera wollte hier hin, glaube ich. Oder? Wollte die Kamera hier hin? Ja, die Kamera wollte hier hin. Genug jetzt. Lass uns einfach einpacken und... Jericho. Hi. Ja, Jericho? Was für ein verrückter... Ach, John, schluck es einfach und mach dein Ding. Aber zügig. 5 Jerichos. Lass mein Dodge in Ruhe. Das sind sogar 6 Jerichos. Okay, das werden mehr. Hey.
Ihr könnt mich gerne attackieren, aber nicht mein Auto. Zu viele von denen. Zu offen. Ich muss weiter ins Zentrum der Stadt. Straßen sind auf meiner Seite. Ja, arbeite dran. Ich weiß noch nicht genau wie. Ich kenne die Route nicht. Aber egal. Mist. Nö. Einfach mal Knallgas geben. Nope. Oh Gott. Unter heftigen Beschuss hier. Ja. Hey, nicht über mein Auto drüber fahren. Nein. Das ist frech. Ich weiß halt echt nicht genau. Ich habe halt keine Minimap jetzt. Das ist das Problem. Aber ich folge jetzt einfach mal so weit wie es geht dem genauen Weg. So, mal ein bisschen CVR-Erfahrung hier nutzen. Nope. Boah, haben die sich echt gegenseitig so abgecrashed, dass die mich treffen. Das ist fies. Immerhin haben wir relativ freie Fahrt, trotzdem. Ja, musst du nicht. Einfach an mir vorbeifahren. Das reicht mir schon, wenn du das machst. So, jawohl, geradeaus. Allgas. Nitro kann ich immer noch geben, auch wenn es nicht angezeigt wird. Und zack, da sind wir. Ah. Aha. Da wurde es doch schon wieder ein bisschen farbenfroher. Ach Mensch, da kenne ich doch. Wo ist er hin? Hier war ich schon mal. Hey, was zum Teufel redest du da? Komm, konzentrier dich, John. Boah, er ist hinter uns! Ja, das habe ich schon mal gesehen. Mein Auto. Nein, nein! Oh Gott, ich weiß, was passieren wird. Ich muss das ändern. Ich muss... Ja, wir ändern mal eben den Verlauf der Zeit. Kein Problem. Jones, tut mir leid. Was? Hat ja fast funktioniert. Die Bevölkerung von South Beach, Downtown und Umgebung ruhig zu bleiben und schnell zu evakuieren. Verhalten Sie sich ruhig. Oh Mist. Anscheinend gab es noch keine Forderung, nur eine ominöse Warnung, die vor etwa einer Stunde einging. Die Polizei bestätigt nur, dass diese Warnung von Charles Jericho ausgesprochen wurde. Wir erhielten gerade ein paar weitere Infos von den Behörden. Sie scheinen tatsächlich zu bestätigen, dass wir es hier mit einer Art chemischen Waffe zu tun haben. Nein, das passiert nicht. Die Polizei bittet darum, alle Autos stehen zu lassen, nicht um den Evakuierungsprozess zu stoppen. Zu beschleunigen. Hier KOC News, Ihre Augen auf der Stadt. Ihre Augen auf der Stadt. Augen auf die Stadt. Ich muss ihn stoppen. Hast du nicht theoretisch 300 gebrochene Knochen oder so? Tanner! Tanner! John, bleib bei uns, Mann! Komm, Kumpel! Kämpf dagegen an! Kämpf! Tanner! 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 Hey, ich weiß, du hörst mich, Partner! Du musst kämpfen! Nur noch ein bisschen länger! Nur noch ein bisschen länger! Nur ein bisschen länger. Ja. Das war nicht die klügste Idee, direkt aufzustehen. Sagen wir es mal so. Gib auf, Tanner. Entspann dich. Genug herumgealbert. Du willst kämpfen, Jericho? Kannst du haben. Ja. Wenn du stirbst, musst du mich nicht mehr bekämpfen. Verdammt, Jericho, ich gebe nicht auf. Ich gebe nie auf. Na gut, dann nicht. Machen wir jetzt Jericho kaputt? Jericho erledigen, jawoll. Da machen wir mit. Ja, komm, ein Auto reicht mir, dankeschön. Schlechte Entscheidung, Tanner. Wenn du hier... Ich bin hinter dir her, Jericho. Hörst du mich?
Hoffentlich genießt du das, Tanner. Du wirst sehr lange hier bleiben müssen. Nein, werde ich nicht. Denn ich habe... Oh Gott, kam der auf einmal schnell an. Dass man, dass hier halt wirklich so wenig rumfährt gerade, was ich verwenden kann, ist echt krass. Ich bin zurück. So. Ich wache im Krankenhaus auf. Die Nachricht. Ein Auto bitte. Und dann wieder weg. Geh mal in den Challenger rein. Oder im Koma. Wow, du drehst echt durch, Mann. Nein, sonst. Dieses Mal, zum ersten Mal begreife ich. Jetzt spiele ich ernst. Ja, definitiv. So. Ja, komm, Tanner, du kriegst das hin. Du fährst jetzt erstmal ein bisschen. Wir schnappen uns einen Mustang. Geben Jericho eins auf die Mütze. Denkst du, ich fürchte mich vor dir? Und haben ihn fertig gemacht. Wir verlieren ihn. Sofort einen Intensivwagen hierher. Kämpf weiter, John. Kämpf weiter. Mach ich. Kein Problem. Hallo, Tanner. Du solltest nicht hier sein. Das ist mein Kopf. Du immer mit deinen Regeln. Tu dies nicht, tu das nicht. Ich weiß, was hier läuft. Das ist alles nur ein Traum. Du weißt, dass es kein Traum ist. Du liegst im Koma. Du stirbst. Nö. Sehe ich anders. Moment. Okay, wir müssen nur an ihm dran sein. Das waren also nur Nachrichten, die ich im Traum verarbeitet habe? Ich habe nichts geändert? Trotzdem. Jericho's Bombe macht keinen Sinn. Doch, irgendwo schon träumen. What the fuck? What? Jetzt werf doch nicht noch mit Autos nach mir. Ich will das auch können. Verdammt, wie hat er das gemacht? Komm, konzentrieren. Ich will auch Autos werfen. Warum kann ich keine Autos werfen? Mist. Oh Gott. Nein. Treffer versenkt. Egal, wir bleiben dran. Oh Gott. Nicht der Signet. Ah, ach, ja moin. Ach Gott, ist ja alles in meinem Kopf. Im nächsten Koma will ich eine Yacht. Hochseeangeln und eine verdammte Yacht. Mach ich mit. Ach, elender Drecksack. Ey, wie bescheuert. Also jetzt wird's wirklich bescheuert. Nein, im nächsten Koma will ich Cocktails. Am Strand, auf meiner eigenen Privatinsel. Ich glaube nicht, dass man sich für sowas Pläne machen sollte. Aber wir beide haben so viel zusammen erlebt. So. Wie lange müssen wir denn an ihm dranbleiben? Ja, das ist ja das Einzige, was wir gerade müssen, glaube ich. Auch nicht. Ja, wir können ihn, glaube ich, de facto fast nicht angreifen. Ne, wir können auch nicht shiften. Oh Gott. Aufpassen, aufpassen! Au. Komm gefälligst zurück, verdammt! Ja, ich arbeite dran, aber das Auto ist halt auch mittlerweile fast kaputt. Werde ich dir in den Arsch treten. Ist richtig. Nein. Zu viele Treffer, zu viele Treffer! Oh. Oder kann ich das hier jetzt gar nicht gewinnen? Stehst mit einem Fuß im Muss mithalten. Ich habe von Jericho. Nein, nein! Benutze den Verkehr als Schild, um die leuchtenden Fahrzeuge zu vermeiden. Ja, aber, hä, wie lange muss ich denn an dem dranbleiben? Was ist denn das für ein Quatsch? Als wenn ich den jetzt eine halbe Stunde verfolgen muss. Au. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Auch da komme ich doch jetzt schon nicht mehr raus. Ja, und... Oh, Mann. Das waren also nur Nachrichten, die ich im Traum verarbeitet habe? Ich habe nichts geändert? Ey. Trotzdem, Jericho's Bombe. Nutze den Verkehr. Auf der ganzen Straße kein Auto. Ja, ich werde den Verkehr nutzen. Definitiv. Toller Plan. Mist. Also von der Mission bin ich überhaupt kein Fan. Ganz ehrlich. Überhaupt nicht.
das denn? Ach klar, ist ja alles in meinem Kopf. Ja, wenn das alles in meinem Kopf ist, dann hätte ich... Kannst du dir nicht irgendwie einen Ironman-Anzug oder so holen? Ach komm, Baby, ich weiß, dass du für sowas nicht gebaut wurdest, aber wir beide haben so viel zusammen erlebt. Ja, aber wie du schon selber sagst, Dodge hat den Wagen nicht dafür fabriziert, um sich vor fliegenden Autos zu schützen. Hochseeangeln und eine verdammte Yacht. Möchte mir mal irgendeiner erklären, wie ich den Verkehr nutzen soll, um mich zu schützen? Aus dem Weg! Nein, im nächsten Koma will ich Cocktails. Am Strand, auf meiner eigenen Privatinsel. So. Come on. Nein. Zu viele Treffer. Au. Ja, aber ich kann halt auch nichts machen, großartig. Au. Ach man. Ja, schmeiß ein Feuerwehrauto. Mensch, macht die Mission Spaß. Genieß es, Jericho. Weil in der echten Meine Haube. Welt werde ich dir in den Arsch treten. Komm schon. Ey. Jetzt fährt hier aber echt zu viel durch die Gegend. Ein Treffer noch und ich bin... Ja. Oh mein Gott. Ey. Also wirklich, das ist eine absolute Quatschmission, finde ich. Die macht null Spaß. Heilige Mutter! Weil das halt auch unberechenbar ist. Also, man kann nicht großartig abschätzen, wie die Autos fliegen, wohin sie fliegen. Ach, come on. Ja. Das alles waren also nur Nachrichten, die ich im Traum verarbeitet habe? Ich habe nichts geändert. Trotzdem, Jerichos Bombe macht keinen Sinn. Ach, wer das denn? Ach klar, ist ja alles in meinem Kopf. Warum können wir das nicht? Vor allem, warum soll ich ihn jetzt nur jagen? Das ist jetzt wirklich ein reines Ausweichspiel. Nein. Nein. Au. Okay, der fliegt nach rechts, der fliegt auf mich zu, der auch. Nö. Ich muss halt vor allem, ja, den Großen ausweichen. Im nächsten Koma will ich eine Yacht. Hochseeangeln und eine verdammte Yacht. Baby, ich weiß, dass du für sowas nicht gebaut wurdest, aber wir beide haben so viel zusammen erlebt. Ja, und das werden wir auch weiterhin. Wir wären halt nicht in der Position, wenn John mit seiner unendlichen Weisheit... Ach komm, Mann, jetzt stellt er sich auch noch da quer hin. Mit seiner unendlichen Weisheit nicht versucht hätte, 2 Sekunden nachdem er aus dem Koma aufgewacht ist, aufzustehen, um Jericho zu jagen. Dann wären wir jetzt wach, könnten gegen ihn vorgehen und er würde nicht mit Autos nach uns schmeißen. Ich kann auch nicht einfach nur hinter dem bleiben. Zu viele Treffer. Weil ich muss ja an Jericho dranbleiben, das funktioniert nicht. Und jetzt bleibt der stehen? Ernsthaft? Genieß es, Jericho, weil in der echten Welt werde ich dir in den Arsch treten. Ich habe schon wieder zu viel HP verloren. Es wäre halt auch hilfreich zu wissen, wie viel ich noch fahren muss eigentlich. Nichts kann mich aufhalten, Jericho. Nichts! Doch, ein Feuerwehrauto, was ins Gesicht fliegt. Aber eines weiß ich. Oder sowas. Jerichos Giftgasbombe macht keinen Sinn. Nee. Ach. Reicht jetzt auch langsam. Oh,
Gott sei Dank. Hast du mich vermisst? Vor ein paar Stunden hätte ich uns beide vor die Wand gefahren, wenn ich geglaubt hätte, das würde dich umbringen. Und warum der Sinneswandel? Hast du etwa keine Eier mehr? Nichts hier ist real. Wo wäre dann der Sinn? Könnte sich gut anfühlen. Mein Gesicht einschlagen. Meine Rippen brechen. Mich bluten sehen. Das willst du doch. Also warum tust du es dann nicht? Und was dann? Dann tun wir es nochmal. Immer wieder, bis deine Knöchel bis auf die Knochen aufgeschlagen sind. Oder du fällst endgültig in den Abgrund. Weißt du, Koma ist nur ein schönes Wort für fast tot. Wer weiß, wie viel Zeit dir bleibt. Ich würde keine Sekunde mehr mit Labern verschwenden. Wir sollten uns einfach umbringen. Und zwar jetzt. Du elender Pisser! Das ist schon besser! Aber was immer du tun willst, mach es besser schnell! Es riecht nach Tod hier, Tanner! Ah! Jetzt werde ich die Fragen stellen, Arschloch. Das wird sicher klasse. Als ich aufwachte, im Krankenhaus, war es in allen Nachrichten irgendeine C-Bombe oder... Das klingt aber nicht nach mir. Jericho ist kein Terrorist. Das ist keine Vendetta, kein Racheplan. Rache klingt eher nach dir, Tanner. Ich meine, wer ist eigentlich in wessen Kopf, hä? Ja, passt nicht zu ihm. Er ist klüger. Dankeschön. Moment. Eine Bombe bauen? Das passt nicht zu ihm. Aber die Leute glauben lassen, dass er eine Bombe hat, ist... Brillant. Dann wäre keiner in Downtown. Die Stadt wäre verwundbar. Scheiße, ich muss aufwachen. Viel Glück damit. Komm schon. Gut, komm schon, John. Komm, wach auf. Wach auf, John. Och, wach auf. Scheiße, verdammt, wach auf. Wach auf! Los jetzt! Ich glaube nicht, dass das so einfach funktioniert. Jericho erledigen. Ach cool. Der Highway in meinem Kopf. Die Autos in meinem Kopf. Jericho in meinem Kopf. Okay, neue Regeln. Jetzt werfe ich auch mit Autos. Echt? Darf ich? Okay, aber tatsächlich würde ich sagen, wenn ich so auf die Folgenlänge gucke, das machen wir nächstes Mal, denn das war's damit dann für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr von deinem nach oben freuen. Ich glaube, es kann fast nicht mehr verrückter werden. Bis zum nächsten Mal. Servus.